Guten Morgen. Die meisten von euch wissen, dass ich ein sehr, sehr hilfsbereiter und ich denke über den normalen Maßstab hinaus agierender Mensch bin. Aber auch ich sage irgendwann einmal Nein, weil ich mir bewusst eine Grenze gesetzt habe. Aber es gibt Menschen, die ebenso wie ich ein von Liebe erfülltes Herz haben und aber niemals Nein sagen können, wenn andere sie um irgendetwas bitten. Sie werden ausgenutzt. Und es gibt hunderte Ratgeber im Internet, wo man lernen kann, wie man Nein sagt. Aber ist es wirklich so schlimm, sich ausnutzen zu lassen? Das ist eine interessante Frage. Unser konditioniertes Gehirn antwortet sofort mit: Ja klar, es ist doch scheiße, wenn du dich für irgendeinen anderen abbuckelst und er für dich die Lorbeeren erntet. Das ist doch einfach nicht gerecht. Das trifft meiner Meinung nach nur zu, wenn derjenige sich darüber nicht bewusst ist, dass er ausgenutzt wird. In dem Wort ausnutzen steckt ja auch Nutzen mit drin. Man hat einen Nutzen für einen anderen Menschen. Wenn man das Werk des anderen Menschen, den man mit seiner Zeit und seiner Arbeitskraft unterstützt und auch für gut befindet, was spricht dann dagegen, dass man sich nutzen lässt? Dass man sich benutzen lässt, dass man sich ausnutzen lässt. Der Sinn des Lebens ist meiner Erfahrung immer ein selbstgegebener. Und wenn jemand darin Erfüllung findet, anderen zu dienen und sich ausnutzen zu lassen und sich eben darüber bewusst ist, was ist da so schlecht daran? Und das gilt für viele Lebensbereiche und für so viele Situationen, wo wir vorschnell urteilen. Wer sind wir, dass wir entscheiden, was für die andere Person gerecht und wie sich eine andere Person uns gegenüber positionieren sollte? Was wir vorantreiben sollten, ist Aufklärung und Bewusstheit zu schaffen. Manche Menschen, die benutzt oder ausgenutzt werden, die kennen gar nicht die Alternativen. Das ist ein Problem. Aber ein Mensch, und davon kenne ich persönlich einige, die sich gerne ausnutzen lassen und das mit einem Lächeln quittieren. Die sind unglaublich reif und weise, denn sie stellen sich gegen die Gesellschaft und gehen ihren eigenen Weg. Sie werden teilweise verachtet oder bemitleidet, aber tun das, von dem sie überzeugt sind. Seinen eigenen Weg gehen, das wird häufig mit Erfolg oder mit einer gewissen Stärke assoziiert. Ja, seinen eigenen Weg gehen. Aber das ist schon wieder eine Konditionierung für sich und damit eben nicht der eigene Weg. Wenn jemand jetzt selbstständig wird und mit einem Online-Business seinen Weg geht und erfolgreicher digitaler Nomade wird, dann bewundert ihn die Welt, dass er seinen eigenen Weg gegangen ist. Aber es ist durchaus möglich, dass er einfach von der Unsumme an YouTube-Videos so dermaßen konditioniert wurde, dass er glaubt, seinen Weg zu gehen, aber letztlich nur die Träume und Wünsche anderer Menschen bedient und irgendwann realisiert: Mensch, ich bin am liebsten zu Hause und räume die Wohnung auf und gehe zu meinem 9-to-5-Job. Das liegt mir einfach mehr. Genauso die mitleidige Betrachtung von muslimischen Frauen hier in Deutschland. Ich kenne nun mittlerweile 2 weibliche Muslime, die intelligent sind und sich ganz, das heißt nicht, dass die anderen nicht intelligent sind, also 2 Muslime, die intelligent sind und sich ganz bewusst dafür entschieden haben, mit Kopftuch rumzulaufen und der Religion Islam einiges abgewinnen können. Ich kann es nicht und ich finde es persönlich unangebracht, mit Kopftuch rumzulaufen. Ich empfinde, dass die Frauen irgendwie automatisch unterdrückt werden mit diesem Kopftuch. Das ist meine Empfindung. Aber ich habe gemerkt, dass dies eine extrem arrogante Einstellung ist. Meine Einstellung, nur weil sie konform mit den Massenmedien geht, als das einzige Wahre anzunehmen. Ich bin bewusst geworden, wenn es um muslimische Frauen geht. Ich werde heute mit Euch bewusst, wenn es darum geht, sich ausnutzen zu lassen. Ich möchte jeden animieren, der derartige Tendenzen bei sich feststellt, dass er ein paar Dinge in seine Entscheidungen mit einfließen lässt. Erstens sollte man sich angewöhnen, bei Fragen sich immer auch Bedenkzeit zu erbeten. Wenn jemand Druck macht, sollte man automatisiert eher mit Nein antworten. Denk immer daran, du bist derjenige, der freiwillig gibt und da hast du das Recht auch auf Bewusstheit, auf eine bewusste Entscheidung. Und Bewusstheit kostet Zeit. Daher denke darüber nach, was der andere von dir will und ob du das tun möchtest und wenn du es tun möchtest, warum du es tun möchtest. Ist es der Sache wegen, was gut ist? Wunderbar.
ist es deswegen, weil du dir im Gegenzug etwas erhoffst wie Anerkennung oder Zuneigung, dann probier es aus. Aber stell dir nach dem Geben die kritische Frage, ob du das bekommen hast, was du willst. Und schreibe dir das am besten auch auf, um beim nächsten Mal in der Zeit für die Entscheidungsfindung darauf zuzugreifen und zu rekapitulieren. Weiterhin denke darüber nach, ob du eventuell einfach eine Blockade hast, Nein zu sagen. Dass du nicht Nein sagen kannst. Physisch. Hast du Angst vor den Konsequenzen? Eine angstmotivierte Handlung ist oftmals nicht zuträglich für ein zufriedenes Leben. Hast du die Angst? Spürst du die? Frag dich das. In der Situation, wenn du Angst hast, würde ich zwei Möglichkeiten in Betracht ziehen. Entweder du entscheidest dich pauschal immer für Ja oder für Nein und machst dies aus einer grundsätzlichen Überlegung heraus und nicht aus einer situativ angstgesteuerten Situation. Also du tust vorher schon wissen, dass du Ja und Nein sagst generell. Denn wenn du aus der Angst motiviert situativ handelst, verstärkst du damit dieses neuronale Netz und die Angst wird immer mehr und wird immer mehr dein Entscheidungsgeber, dein Ratgeber und entscheidet irgendwann für dich unbewusst oder tut es schon und du verstärkst das nur noch. Wenn du aber vorher einmal dir bewusst geworden bist, dass du Angst vor etwaigen Konsequenzen zum Beispiel hast und dich ja wahrscheinlich sowieso dafür entscheidest, dann denke einfach, ich bin ein kleiner Wurm, ich habe Angst und deshalb sage ich immer Ja. Wichtig dabei ist, dass du nicht jedes Mal beim Ja denkst, du seist ein kleiner Wurm, denn dann bildet sich ebenfalls wieder das neuronale Netz vom Denken. Und also das Denken, ich bin ein kleiner Wurm, und du verstärkst das und das geht dann ins Sein und du bist ein kleiner Wurm. Wenn du aber einfach nur immer Ja sagst, weil du einmal darüber nachgedacht hast und dir gesagt hast, ich bin ein kleiner Wurm, ich sag immer Ja, und du hast dich bewusst dafür entschieden, dann bildet sich das neuronale Netz, ich sag immer Ja ohne nachzudenken. Aber nicht warum, dass du ein kleiner Wurm bist. Und damit tust du die Angst nicht verstärken, dann hältst du das mal auf dem gleichen Level. Du tust also bewusst automatisieren. Dann hast du eben die Chance, aus dem Kreislauf auszubrechen, weil du bewusst automatisierte Handlungen eine positive Signatur gibst und dir ein Selbstbewusstsein generierst. Auch wenn die Handlung als solches objektiv von Menschen ausgeführt, ja, kein Selbstbewusstsein initiieren, dass du immer Ja sagst. Aber aufgrund des vorherigen Entschlusses, dass du entschieden hast, dass du immer Ja sagst, ist es etwas Positives, gibt dir Selbstbewusstsein. Ist halt etwas tricky, aber es wirkt. Die andere Möglichkeit zum pauschalen Ja oder Nein als Alternative wäre, dass du dich fragst, wovor du Angst hast und dir darüber bewusst wirst. Bei jedem einzelnen Mal. Es ist dann unerheblich, wie du dich dann entscheidest, also ob du dann Ja sagst oder Nein sagst. Du erkennst womöglich ja noch nicht, wohin dieser Tipp führt, was ich jetzt gesagt habe, und erwartest jetzt irgendwie eine Erklärung, warum dies auch eine Option ist, sich darüber bewusst zu werden. Weil man sich ja dann vielleicht doch der Angst hingibt, indem man Ja sagt. Aber wenn ich dir das jetzt sagen würde, warum ich dir diesen Tipp sage, dann würde ich diesen Tipp torpedieren, weil die Sinnhaftigkeit des Tipps ist mit eigenen Erfahrungen und einer Selbsterkenntnis verknüpft, die, wenn sie eigens generiert ist, die dann dazu kommt, wenn ihr euch bewusst macht und ihr euch fragt, warum ihr Angst habt, einfach um ein Vielfaches hilfreicher ist. Also wenn du aus Angst auf Ja sagst, obwohl du das eigentlich nicht willst, mach dir entweder Gedanken, warum du in Zukunft pauschal Ja oder Nein sagen wirst, oder mach dir jedes Mal bewusst, wovor du Angst hast. Verschwende keinen Gedanken daran, wie du dich entscheidest, sondern mach dir nur bewusst, warum hast du Angst. Also Bewusstheit als Lösung dieser Problematik. Nicht als Lösung, dass du weniger Ja oder Nein sagst, sondern dass du zufriedener wirst und ein besseres Leben lebst. Hier geht es nicht um Dogmas oder gesellschaftlich anerkannte Entscheidungen. Du musst deinen Weg gehen und Ja oder Nein. Also individuell, kein Dogma. Es geht um dich und deine Zufriedenheit, die nur durch deine Bewusstheit, die eben anders sein kann wie die gesellschaftliche Bewusstheit, erhöht werden kann. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Tschüss.